Leon, lass uns jetzt, ich habe es ja gerade schon angekündigt, bei Facebook und Twitter aufgerufen, unsere User. Herzlichen Dank für die vielen Einsendungen an dieser Stelle. Und ich würde gerne zwei Fragen von den Jungs und Mädels an dich stellen. Und zwar, und der Facebook-User Felix Apel hat gefragt, wie lautete dein Lieblingsverein und dein Lieblingsspieler als Kind? Du, ich hatte eigentlich keiner. Ich war nicht der große Fußballenthusiast oder wie man das sagt. Ich habe viel Tischtennis gespielt und Tennis und Badminton. Das war erst später, nach der 10. Klasse, als ich zur Fußballschule ging, dass ich mich so ein bisschen mehr für Fußball interessiert habe. Ich hatte gar keine Idol oder Lieblingsverein oder so. Also. Das hat man ja so als kleines Kind und wächst damit auf und so, aber hatte ich nicht. Hattest du denn dann Favorite Tischtennisspieler oder ähnlichen? Ja, ein dänischer, Michael Mace. Ich glaube, damit ist die Frage beantwortet. Danke, Leon. Die Twitter-Userin Sarah Storbeck fragt: Kannst du dir vorstellen, in ein paar Jahren selbst eine Mannschaft zu trainieren oder eher in einem anderen Bereich im Fußball zu arbeiten? Ja, klar. Ich werde auf jeden Fall nach meiner Fußballkarriere einen Trainerschein machen. Ich finde das interessant. Und ob ich als Cheftrainer irgendwo arbeiten werde oder als Co-Trainer, das weiß ich nicht. Aber so einen Trainerschein möchte ich auf jeden Fall gerne machen. Und bis dahin ist ja auch noch ein bisschen Zeit.